Vorweg will ich ganz kurz mit euch klären, was ich alles erzähle. Also ich streife die Ernährung im Garten Eden, ich streife die Ernährung nach dem Sündenfall, die Ernährung nach der Sintflut und dann auch noch die Speisen, die Gott quasi dem Volk Israel in der Wüste gegeben hat. Ich habe zwei Folien über reine und unreine Tiere. Das gehen wir nur ganz schnell durch. Das kann sich jeder nachher den Livestream anschauen und kann dann diese Folien näher anschauen. Denn Daniel und die Folgen seiner Ernährung, seiner Grundsätze, seine Ernährungsgrundsätze. Ich komme dann auf die Ernährung im 21. Jahrhundert, habe noch ganz kurz einen kleinen Umweg über die Massentierhaltung und über die industrielle Ernährung und habe dann außerdem, was ich in der Ernährung erzählen möchte, auch noch Kommentare aus der Bibel und von einer ganz hervorragenden Autorin, einer englischen Autorin, E.G. White, die sich vor 150 Jahren zu dem Thema Ernährung sehr kompetent geäußert hat oder sehr, sehr kompetent geschrieben hat. Ja, und dann machen wir uns die Gedanken, warum müssen wir uns eigentlich um das Thema Ernährung kümmern? Was steckt denn dahinter? Warum sollen wir uns darum die Gedanken machen und welche Ernährungsempfehlungen sind sinnvoll? Vorweg noch ganz kurz der Grund, warum dass man sich bei uns in Deutschland doch viel mehr um dieses Thema kümmern sollte. Das sind jetzt die Sterbewelle von 2019. Es sind 940.000 Menschen eines natürlichen Todes gestorben. Und diese 940.000 Menschen, da sind einige zu früh gestorben. Wir haben jetzt gerade im Bereich der Herz- und Kreislauferkrankungen haben wir jeden zweiten in Deutschland, der quasi oder fast jeden zweiten, der in Deutschland an Herz- und Kreislauferkrankungen stirbt. Die Zahl, die wir jetzt hier haben, die ist ein kleines bisschen verschoben. Man geht davon aus, dass es 350.000 bis 400.000 sind, die dann irgendwo in anderen Krankheitsursachen untertauchen. Wir haben bei den Herz- und Kreislauferkrankungen eine 80-prozentige Ernährungsabhängigkeit. Das heißt, 80% der Herz- und Kreislauferkrankten müssten nicht zu früh sterben oder vielleicht insgesamt noch gar nicht sterben, wenn sie jung sterben. 80% also ernährungsabhängig. Dann haben wir die Krebserkrankungen, 235.000, da gibt es Zahlen um 250.000. Und da finde ich ganz spannend, dass jede zweite Krebserkrankung ernährungsabhängig ist. Und wenn ich dann in die einzelnen Krebserkrankungen hineingehe, ich mache jetzt mal das Beispiel Dickdarmkrebs, dann haben wir tatsächlich beim Dickdarm 80% Ernährungsabhängigkeit. Das heißt, viele Menschen, die an diesen Krebsarten sterben müssen, früher sterben müssen, die müssten es wahrscheinlich nicht. Das bedeutet im Klartext, dass wir doch zwei große Batzen haben, die ernährungsabhängig sind. Wenn wir jetzt weitergehen und die Erkrankungen des Atmungssystems nehmen, auch da haben wir eine Ernährungsabhängigkeit. Bei den sonstigen, da müsste man jetzt so ein bisschen aufdröseln. Was ich spannend finde, ist, dass wir etwa 60.000 Menschen haben, die jedes Jahr an Alkoholmissbrauch sterben. Das muss ja eigentlich auch nicht wirklich sein, da sterben viele eben auch zu früh. Eine Zahl hat mich noch ganz, ganz interessiert, und zwar die Passivraucherzahl. Wir haben tatsächlich jedes Jahr immer noch 3.000 bis 4.000 Menschen, die an Passivrauchen sterben. Das heißt, die selber nie geraucht haben, aber die dem Zigarettenrauch ausgesetzt sind. Die acht Ärzte Gottes im Garten Eden, also für alle, die das noch nie gehört haben, unter den acht Ärzten verstehen wir frische Luft und Sonnenschein. Das heißt, ohne Luft können wir nicht leben, ohne Sonnenschein können wir auch nicht leben. So, ist so besser? Okay, dann kühles und reines Wasser. Also das Thema Wasser ist ein ganz wichtiges Thema. Dann Bewegung für alle, die jetzt sagen, eigentlich möchte ich mich ja gar nicht wirklich gesund ernähren. Dann wäre es doch zumindest mal wichtig, dass man sich richtig bewegt. Also wir müssen ja eigentlich so das Gesamtbild mitnehmen, die acht Ärzte alle miteinander mitnehmen, um da richtig effektiv was zu erreichen. Ruhe, guter Schlaf, ausreichend Ruhe, guter Schlaf, ein Leben. Also in Mäßigkeit, im Gleichgewicht und in der Mäßigkeit, dann kommt jetzt quasi die natürliche Ernährung, gesunde Ernährung dazu, die wir heute besprechen, und das Vertrauen zu Gott. Das sind die sogenannten acht Ärzte,
Gottes. Und ich habe in einer Klinik gearbeitet, die eigentlich auch so gearbeitet hat, die also quasi Vertrauen mit hineingebracht hat, die Pflichtspaziergänge hineingebracht hat, das Liegen oder das Laufen an der Sonne hineingebracht hat. Also wir haben so quasi diese 8 Ärzte ohne religiösen Hintergrund auch in der Klinik gehabt, die gesunde Ernährung. Das war ja unser Hauptthema, weil die Klinik war eine Klinik für ernährungsabhängige Erkrankungen. Und die Ruhezeiten, der Schlaf war wichtig. Also wir haben auch auf diese 8 Punkte geachtet. Und von daher kann ich nur immer wieder sagen, es kamen Menschen zu uns, Patienten zu uns mit allerschlechtesten Laborwerten. Und sie gingen mit besten Laborwerten bereits nach 4 Wochen. Also wenn man das auf die Reihe kriegt, nach 4 Wochen solche Laborwerte zu bekommen, dann gibt es für mich nur 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die Leute verstehen das und machen zu Hause weiter und gehen dann tatsächlich aus der Krankheit raus. Oder sie verstehen es tatsächlich nicht und bleiben in der Krankheit. Also für uns war das immer wieder spannend. Fangen wir mit der Ernährung im Garten Eden an. Ich habe hier den 1. Mose 1, 29 bis 30. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Also er hat, jetzt muss man natürlich davon ausgehen, dass man glaubt und dass man den Garten Eden für realistisch sieht. Da hat er nichts angeboten, was Tod bedeutet, nichts angeboten, was Tötung eines Tieres bedeutet. Das heißt, er hat eigentlich dem Menschen eine pflanzliche Ernährung gegeben. Pflanzliche Ernährung, samentragende Bäume oder samentragende Büsche und grundsätzlich letzten Endes eigentlich alles, was der Mensch im Stehen oder in bequemer Haltung auch pflücken und genießen konnte. Dann kam der Sündenfall und mit dem Sündenfall hat Gott tatsächlich dann den Menschen auch die Gewächse auf dem Feld gegeben. Die waren vorher für die Tiere gedacht und jetzt kamen diese Gewächse des Feldes auch dazu. Das heißt Kraut, Kohl, alles was man so auf dem Feld anbaut, das war vorher nicht dabei. Das kam dann nach dem Sündenfall dazu. Ja, und dann kam die Sintflut und mit der Sintflut gab es noch einmal eine Veränderung. Die Erde war tatsächlich leer, war wüst, es war alles kaputt und jetzt sollten die Leute, die jetzt aus dieser Arche herauskommen, ja irgendwas zu essen haben. Und da hat dann tatsächlich Gott ihnen mehr gegeben und zwar in 1. Mose 9, 3 bis 4 heißt es, alles was sich regt und lebt, sollt euch zu Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Das kennt man ja von den Juden, dass sie geschächtetes Fleisch essen. Das steht tatsächlich auch so in der Bibel. Also jetzt war das geschächtete Fleisch reiner Tiere, war dann tatsächlich erlaubt. Und ich mache jetzt die Folien relativ schnell durch. Ich habe hier einfach den Unterschied zwischen den reinen und den unreinen Tieren. Und das, was man heute so kennt, Schaf, Ziege, Rind, das sind quasi die reinen Tiere. Und das kennt jeder dann auch, Schwein, Hase zum Beispiel, Kamel isst man bei uns nicht wirklich, das sind unreine Tiere. Ich lese jetzt nicht alle vor, ich habe auch die reinen Tiere im Meer dabei, die reinen fliegenden Tiere, sprich die Vögel, habe dann hier auch noch die auf der Erde kriechende Tiere, auch noch, was ist rein und was ist unrein, was soll verabscheut werden, das habe ich auf diesen 2 Folien. Ich denke, dass man sich das dann später angucken kann und dann auch diese Unterschiede dann selber nochmal nachlesen kann. Dann haben wir wiederum Informationen für das Volk Israel. Das Volk Israel zog aus Ägypten aus und musste durch die Wüste ziehen. Und jetzt ging es darum, dass das Volk Israel gemurrt hat und
Gott angeklagt hat, warum führst du uns aus dem Land Ägypten heraus, wenn wir jetzt hier in der Wüste umkommen? Wir brauchen Fleisch. Die waren in Ägypten üppig Fleisch gewöhnt und üppig Brot gewöhnt. Und da sprach dann der Herr in 2. Mose 16, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Manna, das kennt auch wieder jeder, war dieses Brot, was Gott vom Himmel regnen ließ. Und es wird beschrieben als etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reis, weiß wie Koriandersamen und mit dem Geschmack von Honigkuchen. Also hat mehr oder weniger Kuchen vom Himmel fallen lassen. Aber das Volk murrte weiter, weil das Volk wollte eigentlich Fleisch. Und ich lese es ganz kurz vor, und du sollst zum Volk sagen, nach dem Murren hat Gott also quasi dieses Murren gehört, und du sollst dem Volk sagen: Heiligt euch für morgen und ihr werdet Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt: Wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben und ihr sollt es essen. Nicht bloß einen Tag lang sollt ihr es essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt: Warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Also das war schon ziemlich hart in der Wüste, was sie dann erlebt haben. Und dann kam das tatsächlich, da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und trieb Wachteln vom Meer her und streute sie über das Lager. Eine Tagesreise weit hier und eine Tagesreise weit dort, also das heißt relativ weit, also um das Volk herum, um das Lager, etwa zwei Ellen hoch. Zwei Ellen sind in etwa einen Meter hoch. Jetzt muss man sich vorstellen, da liegen Wachteln einen Meter hoch über der Erdoberfläche. Da machte sich das Volk auf an diesem ganzen Tag und die ganze Nacht und an dem ganzen folgenden Tag. Und sie sammelten die Wachteln, und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer. Ein Homer sind etwa 200 Liter. Also wenn man so einen 200 Liter Kühlschrank hat, da weiß man, was ein Homer ist. Und das heißt, am wenigsten 10 Homer. Ich nehme an, dass das pro Familie war. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk, und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Es gab also viele, viele Tote in dem Volk Israel nach dieser Situation. Das war das Thema Ernährung in der Wüste für das Volk Israel. Jetzt habe ich noch ein anderes, sehr erfreuliches Thema, nämlich der Daniel in Babylon, der mit seinen drei Freunden in der Gefangenschaft war und auserwählt wurde. Der König befahl seinem obersten Kämmerer von diesen Gefangenen aus dem Volk Israel, edle junge Männer zu suchen. Also junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig waren, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Letzten Endes wollte der König diese edlen Männer um sich herum haben als Diener, und er ordnete dann an: Wenn die schon meine Diener sind, dann sollen die auch mein Essen haben und mein Trinken haben. Das heißt, die kriegen ein edles Essen und die kriegen auch den Wein des Königs. Also das heißt, damit hat er wahrscheinlich auch versucht, diese Menschen oder diese edlen jungen Männer, ich will nicht sagen einverleiben, aber einzuverleiben, sondern zu motivieren, dass es ihnen dann so gut geht, wie es dem König auch geht. Und da hat dann der oberste Kämmerer tatsächlich vier Männer gefunden, und zwar Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und die bekamen jetzt babylonische Namen. Und der Daniel war Belsazar und der Hanania Sadrach, der Misael war dann Mesach und der Asaria war der Abednego. Die sollten nun für den König ausgebildet werden. Und der Daniel, der nahm sich jetzt aber vor, halt langsam, also ich komme und diene dem König, gar kein Thema, ich lasse mich da ausbilden,
aber ich will weder den Wein vom König noch will ich sein Essen. Ich will mich damit gar nicht erst verunreinigen. Das heißt, für ihn in seinem Herzen wäre es schlimm gewesen, wenn er zu diesem Wein und zu diesen feinen Speisen des Königs gezwungen worden wäre. Und da antwortet Daniel dem Aufseher, der den obersten Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaria gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen gebe und Wasser zu trinken gebe. Danach soll man vor dir unser Ansehen und unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen und die, wie wir, das eben essen, das Gemüse. Und jetzt nehme ich nur den mittleren Text. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael, Asaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Königs in den Dienst. Ja doch, der erste Vers vielleicht doch noch ganz kurz. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen, wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Dann nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Das heißt also, sie haben tatsächlich mit dieser einfachen, basischen Kost, wie wir heute sagen würden, tatsächlich besser ausgesehen und waren tatsächlich klarer im Verstand. Jetzt bin ich bereits an der Ernährung des 21. Jahrhunderts angekommen. Ich glaube, ich muss da gar nicht viel dazu sagen, die meisten wissen das. Die Ernährung des 21. Jahrhunderts ist tatsächlich geprägt von industrieller Nahrung, von hochverarbeiteter Nahrung und eigentlich auch von der Massentierhaltung. Und da kann ich nur immer wieder sagen, unsere großen Fehler, die wir machen, sind, dass wir uns von der Industrie einkaufen lassen, dass wir letzten Endes unterm Strich der Bequemlichkeit nachgehen. Ich habe mal aus dem Stern und von diesem Food Monitoring, Foodwatch, zwei Kommentare zu dem Thema Massentierhaltung. Der Stern hat am 31.05.2017 geschrieben, warum wir endlich aufhören sollten, Fleisch zu essen. Industrielle Tierhaltung ist eines der größten Verbrechen der Menschheit, schrieb bereits der Guardian. Die Fleischproduktion verbraucht zu viele Ressourcen, die Umwelt leidet, das Tier wird gequält. Aber geht es auch anders? Ja, wenn wir aufhören, Fleisch zu essen. Das kommt vom Stern, nicht von mir. Und das zweite, Foodwatch, eine große Gesellschaft, die das sogenannte Food Monitoring macht, die quasi die Industrie beobachtet und ganz klar auch anklagt. Das ist der Stand. Millionen Nutztiere in Deutschland sind krank. Aus Schweinen, Kühen und Hühnern wird das letzte bisschen herausgepresst, damit sie möglichst viel Fleisch, Milch und Eier liefern. Das macht sie anfällig für Krankheiten. Milchkühe leiden oft an schmerzhaften Euterentzündungen, weil ihnen jeden Tag bis zu 60 Liter Milch abgepumpt wird oder werden. Hühner brechen die Knochen, weil die vielen Eier alles Kalzium aufbrauchen. Mehr als 13 Millionen kranke und verletzte Schweine verenden jedes Jahr, bevor sie überhaupt den Schlachthof erreichen. Diese Probleme betreffen alle Haltungsformen, ob bio oder konventionell, Tierfabriken oder kleine Betriebe. Wenn wir das hören, gehen wir ganz schnell weiter. Gut, ich habe noch eine Folie dazwischen. Ich schaue mir das mal an, was E.G. White vor 150 Jahren dazu geschrieben hat. Aber ganz schnell nochmal zu der industriellen Tierhaltung. Der Konsum von Fleisch aus Massentierhaltung macht mitschuldig. Wir wollen alle keine Tiere quälen, aber letzten Endes, wenn wir dieses Fleisch essen, macht es uns tatsächlich mitschuldig. Das bedeutet im Klartext, dann unterstützen wir die Massentierhaltung. Fleisch aus der Massentierhaltung macht krank. Wenn wir überhaupt Fleisch essen wollen, dann nur allerbeste Qualität. Dann sollten wir biologisch aufgezogene Tiere nehmen, die ganzjährig auf der Weide stehen und die nicht gequält werden. Die tierische Nahrung gilt auch heute ganz offiziell in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nur als Ergänzung, nie als Grundnahrungsmittel. Wenn ich meine Patienten, und ich hatte viele Männer dabei, gefragt habe in der Lehrküche, was sind denn für sie Grundnahrungsmittel?
dann haben die mir gesagt, Wurst und Fleisch und Käse und Brot. Brot ist ein Grundnahrungsmittel, aber das andere nicht. Unsere Grundnahrungsmittel sind Gemüse, Salate, Obst, Brot, Getreide, Hülsenfrüchte. Aber nie Fleisch oder Wurst oder Käse. Das haben wir nur vollkommen verlernt. Pflanzenbasierte Ernährung ist die von Gott gegebene Ernährung für den Menschen. Und sie wird weltweit unter Wissenschaftlern als die gesündeste Ernährung gewertet. Das heißt also, da sind sie sich alle einig. Wir haben in Amerika gerade sehr aktive Wissenschaftler zu diesem Thema, die die vegane Ernährung empfehlen. Hätte ich vor 10 Jahren gedacht, dass die vegane Ernährung empfohlen wird, da hätten die mich alle dumm angeschaut und gesagt, das kann man doch gar nicht empfehlen. Und heute sind wir so weit, dass alle ernstzunehmenden Wissenschaftler tatsächlich eine pflanzenbasierte Ernährung empfehlen. Kurz dazu, E.G. White, was schreibt sie in dem Buch auf den Fußspuren des großen Arztes? Schmerzen in dieser Zeit sind satanischen Ursprungs. Es liegt an der Sünde, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Leid und Tod wurden so nicht nur ein Erbe der Menschen, sondern auch der Tiere. Infolgedessen ist es die Aufgabe der Menschen, das Leid, das sie durch die Übertretung der Gebote Gottes über alle seine Geschöpfe gebracht haben, zu lindern und nicht auch noch zu erschweren. Wer Tiere quält, nur weil sie in seiner Gewalt sind, ist sowohl ein Tyrann als auch ein Feigling. Die Neigung zu quälen, egal ob es sich dabei um Mitmenschen oder um Tiere handelt, ist satanisch. Viele glauben, dass ihre Grausamkeit nicht bekannt würde, weil die armen Tiere sich nicht wehren können. Wenn aber diese Menschen wie Bileam die Augen geöffnet würden, könnten sie den Engel Gottes sehen, der als Zeuge dasteht, um im himmlischen Gerichtshof Bericht zu erstatten. Ihr Verhalten wird vermerkt und es kommt der Tag, an dem sie sich dafür verantworten müssen, wie sie mit Gottes Geschöpfen umgegangen sind. Eigentlich vor 150 Jahren geschrieben. Und dann noch zum Schluss von E.G. White. Das Licht, das mir gegeben wurde, was mir gegeben worden ist, weist darauf hin, dass wir in nicht sehr ferner Zukunft auf jede Form tierischer Nahrung verzichten müssen. Sogar Milch muss dann weggelassen werden. Die Krankheiten breiten sich rasch aus. Der Fluch Gottes ruht auf der Erde, weil der Mensch sie verflucht hat. Die Gewohnheiten und Handlungen der Menschen haben die Erde in eine Situation gebracht, dass die tierischen Nahrungsmittel für die Menschen durch andere ersetzt werden müssen. Fleisch ist dabei nicht, überhaupt nicht notwendig. Gott kann uns etwas anderes geben. Vielleicht hat der eine oder andere den Überblick nicht so sehr, aber ich habe jetzt den Überblick über dieses Thema, über die Branche Ernährung. Man sieht es ja auch an den Lebensmitteln, die angeboten werden. Wie viele milchunverträgliche Kinder haben wir in Deutschland? Erwachsene, die milchunverträglich sind. Was hat die Ersatzmilchindustrie, das heißt die Industrie, die von der Sojamilch bis hin zur Hafermilch alles produziert, ganz plötzlich riesige Umsätze. Das heißt, die Leute merken auch sehr deutlich, dass die Lebensmittel, die sie kaufen, die industriellen Lebensmittel, tatsächlich nichts mehr sind. Auch bei diesen Ersatzprodukten sind genügend Produkte dabei, die ich eigentlich nie jemandem empfehlen würde. Also auch sie hat vor 150 Jahren geschrieben, dass das auf uns zukommt. Und letzten Endes muss ich sagen, eigentlich sind wir an diesem Punkt angelangt. Warum sollen wir uns denn eigentlich überhaupt Gedanken machen über die Ernährung? Es könnte doch sein, dass der eine oder andere denkt, ja, ich esse ja eigentlich gar nichts Schlimmes und das, was ich esse, das ist erlaubt. Also ich weiß nicht, warum ich mich da umstellen soll. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, was eigentlich die Definition ist. Was ist denn eigentlich Ernährung? Viele denken, Ernährung ist das, was ich jetzt gerade esse und wenn ich dann mal 2 Tage nichts mehr essen will, ist es auch in Ordnung. Ernährung ist nicht einfach nur Sättigung und Befriedigung. Das ist im amerikanischen Bereich, im westlichen Bereich, wir sehen Ernährung als Befriedigung, als Sättigung. Wenn man nach Asien geht, da hat jedes Lebensmittel noch in irgendeiner Form einen gesundheitlichen Wert. Ernährung bezeichnet die Gesamtheit der Vorgänge, durch die dem lebenden Organismus diejenigen Substanzen von außen zugeführt werden, die zur Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge notwendig sind. Das heißt, also ich muss immer neue Nährstoffe nachliefern, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, damit der Körper alles hat, was er braucht.
Die Ernährung dient als Energiequelle für alle Lebenserscheinungen wie Muskeltätigkeit, Körperwärme und Stofftransport. Das wissen alle, die zum Beispiel, wenn sie fasten, dass sie frieren, dass sie keine Körperwärme oder wenig Körperwärme produzieren. Sie liefert das Material zum Körperaufbau beim Wachstum und schafft Ersatz für im Organismus verbrauchte Substanzen. Also wenn ich quasi Mineralien oder Vitamine verbrauche, muss ich ja immer wieder nachfüllen. Das ist ja immer wieder ein Prozess, den ich anwerfen muss quasi. Grund- und Hauptnährstoffe sind die chemischen Energiespeicher, Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Was ganz viele Leute nicht ahnen oder nicht verstehen, ist, dass eigentlich Nährstoffe Baustoffe sind. Wenn ich morgen an einer wahnsinnig befahrenen Straße ein Haus bauen will, weil vielleicht mein Elternhaus da stand, dann muss ich doch, wenn ich an dieser befahrenen Straße das Haus bauen will, vielleicht gute Baumaterialien kaufen, dass ich einen Schallschutz habe. Ich muss vielleicht auch schallgeschützte Fenster kaufen, dass die Lebensqualität in diesem Haus für mich in Ordnung ist. Das heißt, jeder weiß, wenn er an so einer Straße baut, welche Baustoffe er braucht und dass er da nicht wirklich sparen kann, sondern dass er da die richtigen Baustoffe kaufen muss. Nur in der Ernährung, das interessiert relativ wenig Leute. Das heißt, alles, was wir zuführen, sind Baustoffe für unsere Gesundheit. Und jetzt könnte man sagen, gute Ernährung, gute Gesundheit, schlechte Ernährung, schlechte Gesundheit. Natürlich ist die Gesundheit nicht nur von der Ernährung abhängig, auch von der Bewegung. Sie ist abhängig von diesen 8 Ärzten, aber unterm Strich sind halt eben die Baustoffe, die wir liefern, sind ganz wichtig. Und die Baustoffe sind für alle Funktionen, die wir haben. Also sprich für ein gesundes Gehirn, für einen gesunden Geist. Und wenn wir ehrlich sind, ein gesunder Geist will ja eigentlich auch in einem gesunden Körper leben. Für ein gesundes Skelett, was haben wir, wenn die Leute älter werden, wenn sie Arthrose haben oder wenn sie Osteoporose haben, wenn die Knochen, die Gelenke, also rheumatoide Arthritis haben und die Gelenke und die Knochen tatsächlich wehtun, das weiß man ja, das will man ja nicht unbedingt fördern. Für gesunde Zellen und automatisch, wenn ich gesunde Zellen habe, habe ich gesunde Gewebe und gesunde Organe. Für ein gesundes Nervensystem, für die Leute, die da Schwierigkeiten haben, die wissen, dass sie alles tun würden, um das Nervensystem wieder gesund zu kriegen. Für ein gesundes Immunsystem, ganz, ganz wichtig, wir können uns ein starkes Immunsystem anbauen, anessen, oder wir können uns ein schwaches Immunsystem anessen. Für eine gesunde Fortpflanzung, für ein gesundes Wachstum und für ein gesundes Altern. Das heißt, alles, was ich esse, was ich zuführe, sind Baustoffe für diese ganzen Funktionen. Was zum Beispiel ganz viele Leute nicht wissen, dass der Körper ja in einem dauernden Umbau ist, dass er ständig neue Materialien braucht, dass zum Beispiel die roten Blutkörperchen jede Sekunde etwa 1 bis 2 Millionen neu hergestellt werden und ersetzt werden, das heißt die alten dann entsorgt werden, dass Schleimhautzellen im Darm alle paar Tage neu ersetzt werden, dass viele Zellen im Körper eigentlich kurzlebig sind, gar nicht langlebig sind. Das heißt, die müssen ja immer wieder neu gebaut werden. Und der Körper braucht viel Energie und Baustoffe, um unser Haus in einer lebenswerten Qualität zu bauen und zu erhalten. Und ich glaube, so wie wir das beim echten Bau eines Hauses wissen und umsetzen, so sollten wir das auch für uns persönlich umsetzen. Okay, ich bin hier gerade, ich sehe gerade, ich bin bei meiner eingebauten Pause. Wir haben ja in jedem Vortrag eine kleine Pause und bewegen uns. Das soll eigentlich nur die Leute anregen, zu Hause dann solche Bewegungen mitzumachen. Das bedeutet im Klartext, wenn wir zu Hause lange sitzen, dann sollten wir auch aufstehen und uns bewegen. Wer regelmäßig spazieren geht, regelmäßig rausgeht, Fahrrad fährt, schwimmt und was man so alles machen kann, der tut schon viel. Aber ich merke das bei mir, wenn ich solche Vorträge mache und dann über Stunden sitze, dass ich dann in meinem jugendlichen Alter aufstehe und es tut mir alles weh. Und deswegen haben wir diese Bewegungen eingebaut. Die Lilly macht mit uns diese Bewegungen. Musik? Ja, geht. Okay. Wir machen mal alle die Arme in den Nacken, und zwar beide Arme. Beide? Beide Arme in den Nacken. So, und jetzt geht ihr mit euren Ellbogen mal runter auf die Knie. Das geht jetzt. Oh, lala, ist
gar nicht so einfach. Hm? Dann kommt ihr wieder hoch und dann geht ihr mit euren Ellbogen weit nach hinten und streckt euch mal in euren Brustkorb. Ganz gerade werden und immer so krumm sitzen. Und dann gehen wir wieder runter. Wieder auf die Knie. Wer es kann, geht mit beiden gleichmäßig runter. Wer es nicht kann, geht mit einem aufs eine Knie, mit dem anderen aufs andere Knie. Und dann gehen wir wieder hoch und gehen wieder nach hinten und strecken uns gut Brustwirbelsäule gerade machen. Und jetzt versucht ihr mal, eure Arme etwas nach hinten zu bringen. Nicht nur da vorne halten, da nach hinten. Tut es weh oder geht es? Tut nicht weh. Dann ist gut. Und dann gehen wir wieder nach vorne runter. Und jetzt, es ist schon zu spät. Und dann geht ihr wieder hoch. Das nächste Mal möchte ich nicht, dass er auf die Knie geht, sondern er geht nach vorne vor den Körper und macht die Ellbogen zusammen. Vor den Körper, er müsst nicht runter. Dann geht er nach außen und streckt eure Brust nach vorne, Brustkorb nach vorne, beziehungsweise das Brustbein nach vorne. Und dann gehen wir wieder zusammen und gehen mit dem Rücken ganz weit nach hinten. Rücken nach hinten rausdehnen und dann gehen wir wieder nach hinten und bringen Brustbein nach vorne. Und noch einmal vor zusammen und dann wieder nach hinten. So, jetzt stehen wir mal alle auf. Und laufen mal auf der Stelle. Schön auf der Stelle gehen. Jetzt versuchen wir mal, unsere Knie ein bisschen höher zu ziehen. Ja, wir können ruhig ein bisschen schneller laufen. Wir brauchen nicht so langsam gehen. So ist es. Nehmen wir mal unsere Arme mit. Arme mitnehmen. Wenn der rechte Arm nach vorne geht, geht das linke Bein hoch. Sonst sieht es ein bisschen seltsam aus. Und mal wieder locker lassen. Jetzt gehen wir mal auf die Zehen hoch, ganz weit hoch. Ganz weit hoch. Und wer jetzt etwas unsicher wird, darf sich vorne ein bisschen helfen. Und dann gehen wir runter auf die Fersen und machen unsere Zehen hoch. Dann gehen wir wieder hoch auf die Zehen und gehen ganz weit hoch, als wenn ihr High Heels anhättet. Und dann wieder runter auf die Fersen und nach die Zehe hoch. Und noch einmal hoch, als wenn ihr wirklich hohe Absätze hättet. Und mal wieder locker lassen. Jetzt versucht ihr mal, wenn das geht, an eurem Platz, ihr könnt euch auch ein bisschen umdrehen, ob ihr mit eurem Ferse bis zum Po kommt, nur kurz, nicht lang. Könnt ihr mit der Hand ein bisschen nachgreifen. Einfach hoch und dann die andere Seite. Und nochmal die andere Seite. Und mal wieder locker lassen. Gehen wir mit den Armen ganz weit hoch und machen ganz zügig und kräftig Hände auf, Hände zu. Ihr dürft es mit beiden machen. Ich habe die Chance nicht. So, ganz fleißig auf und zu. Und wenn ihr zu macht, Daumen außen drauf. Hopp und hopp und hopp und hopp. Hopp und hopp und hopp und mal wieder locker lassen, Arme runter, ein bisschen ausschütteln und dann gehen wir nochmal hoch und jetzt winkt ihr mal alle. Ja, ganz hoch, ganz runter, ganz hoch, ganz runter, ganz hoch und wieder locker lassen. Gehen wir nochmal mit beiden Armen nach hinten zum Schutzbinden, das finde ich immer eine wichtige Geschichte und dann gehen wir oben zum Schutzbinden mit beiden Armen. So, und das zügig. Hinten binden, oben binden, hinten binden, oben binden, hinten binden, oben binden. Was ist los? Ja, das ist die Drehung in der Schulter, das ist wichtig. Ja, tut es jemandem weh? Wem? Wer hat ja gesagt? Und mal wieder locker lassen. Laufen wir nochmal auf der Stelle, zügig, zügig. So, ich denke, jetzt seid ihr wieder ein bisschen durchblutet. So, wenn wir jetzt wieder alle sitzen,
möchte ich mir jetzt mal Gedanken machen, was wir eigentlich in der Ernährung falsch machen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir essen viel zu viel industriell hochverarbeitete Nahrungsmittel. Wir essen viel zu viel tierische Nahrungsmittel. Wir essen zu kalorienreich. Wir essen zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett, zu viel Eiweiß, zu wenig Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Wir essen viel zu wenig naturbelassene pflanzliche Nahrung, viel zu wenig Ballaststoffe. Bei den Ballaststoffen ist die Empfehlung 44 Gramm oder man sagt 15 bis 20 Gramm pro 1000 aufgenommene Kalorien. Aber möglichst um die 40 bis 45 Gramm. Die Vegetarier, die sind da sehr brav, die machen das auch tatsächlich. Aber die Nicht-Vegetarier liegen im Durchschnitt bei 17 Gramm pro Tag. Das bedeutet, zu wenig Ballaststoffe macht uns mit der Zeit krank. Das kommt noch. Wir trinken zu wenig klares Wasser. Trinken heißt für mich nicht Säfte trinken und Kaffee trinken und Tee trinken, also Schwarztee trinken oder White-Tee oder Oolong oder was es da so alles gibt. Trinken heißt für mich Wasser trinken. Und wir konsumieren viel zu viel Drogen. Das heißt Kaffee, Alkohol, Nikotin. Wenn ich so durch die Supermärkte laufe, ich kaufe da gar nichts ein, weil ich gar nicht weiß, was ich da kaufen soll, dann stelle ich immer wieder fest, es ist unfassbar, was in diesen großen Supermärkten an hochverarbeiteter industrieller Nahrung zu finden ist. Ich habe meinen Patienten immer gesagt, liebe Leute, ihr geht nicht durch die ganzen Reihen und schaut euch an, was es da in den Regalen gibt, sondern ihr geht zügig vom Obststand zum Brotstand, von mir aus auch noch zum Käsestand, aber letzten Endes nie die Regale lang, weil dann sieht man irgendetwas, was man mitnimmt und wenn man dann noch hungrig einkaufen geht, dann kauft man den allerletzten Mist. Man kauft nicht das, was man soll, sondern das, was einen gerade anspringt. Ja, und wenn ich da durchgehe, bei mir bleibt der Wagen leer. Ich wüsste, das macht mich nicht an und ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ich weiß schon gar nicht, wie ich es zubereiten soll, obwohl es ja eigentlich zum Fastfood gehört. Das bedeutet, für mich ein schnelles Essen darstellen könnte. Dann essen wir viel zu viel Zucker. Jetzt, nachdem wir wissen, dass wir Insekten und getrocknete Würmer im Essen haben können, in Anführungszeichen, die Smarties sind schon lange mit Läuseblut gefärbt. Das wissen wir eigentlich schon lange. Das kennt eigentlich jeder, der sich mit der Ernährung ein bisschen auskennt, der weiß das. Also ganz grundsätzlich geht es mir jetzt hier um den Zucker. Es gibt einen Ernährungswissenschaftler, einen relativ hochstehenden Ernährungswissenschaftler, der in einer Diskussion verlauten hat lassen, würde der Zucker heute als Substanz zugelassen werden müssen, bekäme er keine Zulassung mehr. Also das heißt, der Zucker ist tatsächlich problematisch für uns. Zucker ist assoziiert mit Karies, das wussten wir immer, ne? Als wir unsere Kinder gekriegt haben, nur kein Zucker essen, weil sonst kriegen die Karies. Heute wissen wir, dass er mit Übergewicht, mit Adipositas, also Fettleibigkeit assoziiert ist, mit der sogenannten Insulinresistenz, die letzten Endes dann das Sprungbrett in die schweren Erkrankungen darstellt, die wir so haben in unseren Ländern, in unseren Industrieländern, mit der Fettleber, mit dem Diabetes und letzten Endes auch mit Sucht. Zucker ist ein Säureerzeuger, deswegen ist er ja auch immer beteiligt an dem Thema der Entzündung. Und ein hoher Insulinspiegel ist ein eigenständiger Risikofaktor für Herzinfarkt, für Hirnschlag, für Entzündung und natürlich für Krebs. Das heißt, der hohe Insulinspiegel, der bei einer Insulinresistenz automatisch kommt oder automatisch dabei ist, ist tatsächlich ein kleiner Bösewicht. Wir essen in Deutschland im Schnitt etwa 40 Kilo Zucker pro Kopf pro Jahr. Zucker aktiviert die gleichen Hirnregionen wie Kokain. Jetzt verstehen wir auch, warum dass wir eigentlich abhängig sind, ne? Warum wir so kleine Zuckerjunkies sind. Das ist das Ergebnis der Studien von Eric Stice, Neurowissenschaftler des Oregon Research Institute.
Beim Konsum von Kokain werden im Gehirn ebenfalls verstärkt Dopamin und Serotonin ausgeschüttet. Das heißt also, wir sind irgendwann vom Zucker abhängig. Wenn wir der Zuckersucht nachgeben, dann sind wir richtige Zuckerjunkies. Ich kann mich daran erinnern, ich bin als Vegetarierin groß geworden und ich habe immer für mich gedacht, ich esse ja kein Fleisch, da bin ich auf der sicheren Seite. Ne? Und irgendwann habe ich entdeckt, der Zucker ist noch schlimmer. Also Zucker ist eine Droge. Schauen wir uns mal die anderen Drogen an, die wir so haben. Alkohol gehört eigentlich zu den schlimmsten Drogen. Man weiß, es ist die weit verbreitetste Droge und ist natürlich schon deswegen schlimm, weil Alkohol auch Familien zerstört. Alkohol ist ein Zellgift, das wissen wir eigentlich schon immer. Es zerstört Nervenzellen, Leberzellen. Alkohol schädigt das Herz. Früher hat man immer gesagt, ein bisschen Alkohol ist fürs Herz gesund, so Gläsle Wein am Tag. Heute wissen wir, dass es völliger Unsinn ist, dass es überhaupt nicht stimmt. Man hat zu dem Weltkrebsbericht 2018 und 20 dann die Übersetzung in Deutschland 800 Alkoholstudien meta-analysiert. Und das Ergebnis ist, der Alkohol ist ab dem ersten Tropfen gefährlich. Alkohol schädigt Organe und Gefäße, Alkohol macht abhängig und Alkohol macht schneller alt. Das heißt, mit Alkohol sollte man vorsichtig sein. Gucken wir uns mal das nächste Gift an, das da Kolumbus entdeckte, der Tabak. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Also warum wir jetzt ganz plötzlich die Raucher so zur Seite schieben und nirgends mehr drin lassen und das Rauchen als krankmachend bezeichnet, verstehe ich nicht, weil die Information, die wir haben zum Thema Rauchen, die haben wir seit mindestens 60 bis 80 Jahren. Da hat sich noch nichts geändert. Das heißt, wir wussten schon vor 60 bis 80 Jahren, wie gefährlich Rauchen ist. Aber da stecken natürlich immer wieder auch finanzielle Interessen dahinter. Tabak ist ein Gemisch aus etwa 20 giftigen Substanzen. In Deutschland sterben pro Jahr etwa 150.000 Menschen am Rauchen. Der Tabakkonsum ist eng mit unzähligen Krankheiten assoziiert. Mittlerweile weiß man das, man hat es lange verschwiegen, lange auch weggestritten im Prinzip. Wer raucht, atmet förmlich den Krebs ein. Und da tut es einem weh, wenn man sowas weiß, wenn man junge Menschen sieht, wie sie rauchen, vielleicht viel rauchen. Rauchen schädigt Gefäße schwer und Rauchen beschleunigt den biologischen Alterungsprozess. Jetzt haben wir schon zwei Dinge, wenn wir die nicht tun, dann werden wir nicht so schnell alt oder bleiben jünger. Kommt der nächste, das nächste Gift oder die nächste Droge, das ist der Kaffee. Tassenweise vergiftet durch die Droge Koffein. Koffein wirkt direkt im zentralen Nervensystem. Koffein bewirkt die Freisetzung von Stresshormonen und begünstigt die Insulinresistenz. Das heißt, je höher die Stresshormone, desto niedriger die Insulinwirkung und je niedriger die Insulinwirkung, umso höher die Insulinausschüttung. Das heißt, da können wir eine bestehende Insulinresistenz unterstützen oder kommen in eine Insulinresistenz. Koffein erhöht den Blutdruck und fördert die Herzrhythmusstörung. Kaffee erhöht die Magensäureproduktion und führt oft zu Sodbrennen und zu ernsten Magenproblemen. Koffein begünstigt Schwindelanfälle, Rastlosigkeit, Kopfschmerzen, Angstzustände und Schlaflosigkeit. In diesem Weimar oder Weimar Institut, ich weiß gar nicht, ob die Weimar dazu sagen, in Michigan, die dieses New Start Programm aufgelegt haben, neu aufgelegt haben, konnten die tatsächlich sehen, dass wenn Menschen mit Angstzuständen und Depressionen kamen und den Kaffee weggelassen hatten und letzten Endes sich in der Ernährung umgestellt hat, dass die sichtbar und gut aus der Depression herauskamen und aus ihren Angstzuständen. Also es wäre für mich das Erste, wenn ein Patient auf mich zukäme mit diesen Angstzuständen, dass ich ihm sagen würde, pass auf, ernähr dich vorerst basisch, lass den Kaffee weg, lass die Drogen weg und dann guck mal, wie sich das entwickelt. Da haben wir bei unseren Patienten ganz oft ganz viel Erfolg gehabt. Und für alle, die gerne Kaffee trinken, ich weiß, dass das ja viele gerne tun, also für mich muss ich immer wieder sagen, der Kaffee riecht für mich wahnsinnig gut, aber er schmeckt mir nicht. Also das bedeutet, wenn da nicht ordentlich Sahne und Zucker reinkommt, kann ich das gar nicht trinken, das
das Getränk. Da hat sich ja tatsächlich auch mal eine wissenschaftliche Gruppe daran gemacht und hat mal einfach geguckt, was passiert denn eigentlich mit Koffein? Der eine oder andere kennt es. Man hat einfach Spinnen unter Drogen gesetzt. Das hat die NASA damals gemacht. Und dann hat man einfach mal geschaut, was passiert, wenn die Spinne ganz ohne Drogen ist, natürlich spinnen darf, wenn sie unter Haschisch, unter Speed, unter Koffein und unter Schlafmittel gesetzt wird. Und jetzt guckt euch das mal an hier. Das ist, glaube ich, hier das Ding, der Pointer. Also das gesunde Netz, hier haben wir das Haschischnetz, hier haben wir das Speednetz und hier haben wir das Koffeinnetz. Schaut euch das mal an, das Koffeinnetz hat die schlechteste Struktur. Und das hat, also das war der erste Gedanke meines Chefarztes, war, als ich ihm das gezeigt habe, ja Frau Wagner, dann müssen wir ja Haschisch in die Kaffeemaschine machen. Ganz grundsätzlich hat es mit den Stresshormonen zu tun, die freigesetzt werden. Und da denke ich mir dann immer wieder, soll es so aussehen in unserem Gehirn? Muss nicht sein, ne? Das fand ich ganz spannend und von daher bin ich ja noch schnell. Von daher kann man wirklich sagen, ob das dann wirklich sein muss mit dem Kaffee. Also für mich nicht wirklich und es ist schlicht einfach und ergreifend nicht gesund. Auch wenn die Lobby immer noch der Meinung ist, Kaffee könnte man in Mengen trinken. Wenn man das also liest und hört, dann muss man immer nur eines machen, wenn es wieder neue Studien gibt zum Thema Kaffee, dann gucke ich immer, wer sie bezahlt hat. Und wenn dann die Kaffeeindustrie die Studie selber bezahlt hat, dann müssen wir nicht weiter drüber reden. Ja, warum müssen wir uns Gedanken machen? Der Hippokrates, so der Urvater der Medizin, der hat schon um die 400 vor Christus, hat der schon gesagt, lasst eure Nahrungsmittel eure Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Nahrungsmittel. Die Natur widersetzt sich allen Übermaßes. Die, die jetzt so älter sind wie ich, die wissen das. Das ist einfach schon die Lebenserfahrung, die man mitbringt. Und ich sage immer, man wird dann mit der Zeit altersweise. Und der eine muss mit Schmerz dann in die Altersweisheit kommen und der andere hat es vielleicht tatsächlich schon vorher gelernt. Die Ursachen der Krankheit sind unmittelbar auf innere Schwierigkeiten oder mittelbar auf äußere Einflüsse wie Klima, Hygiene, Ernährung, körperliche Aktivität und Umwelt zurückzuführen. Also es scheint mir 400 vor Christus auch nicht anders gewesen sein wie heute. Das heißt, die hatten dort auch schon mit den gleichen Dingen gekämpft, mit den gleichen Problemen gekämpft. Eine Ernährung mit viel Eiweiß und mit viel Fett macht krank. Das ist der Konsens vieler Studien, die wir weltweit haben. Und das wissen alle Wissenschaftler, die sich zu diesem Thema oder mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben Probleme mit einem zu viel an tierischem Protein, also an Eiweiß oder Protein, weil das Protein tatsächlich die Niere belastet. Das hat mit den Säuren, die an diesen Aminosäuren hängen, zu tun. Das heißt mit schwefelhaltigen, phosphorhaltigen Aminosäuren zu tun. Ein zu viel an tierischem Protein erhöht das Risiko für Krebs und Herzinfarkt. Dann muss der Körper Calciumionen aus den Knochen herauslösen, um diese Säuren zu puffern. Dann haben wir ein erhöhtes Parasitenrisiko und wir haben keine Phytochemikalien, also nichts, was irgendwo Wert hat an Vitaminen, an sekundären Pflanzenstoffen, an wichtigen Stoffen, die wir eigentlich in unserem Leben brauchen. Pflanzliche Vorteile sind, dass die Pflanzen gar kein Cholesterin haben. Die haben dafür das Phytosterin und das Phytosterin bremst das Cholesterin, die Aufnahme von Cholesterin. Das heißt, wenn ich viel pflanzlich esse, pflanzliche Fette, Avocado oder was immer für Fette wir essen im pflanzlichen Bereich, dann können die Phytosterine dieser pflanzlichen Fette tatsächlich die Aufnahme des Cholesterins hemmen. Oder auch die Produktion des Cholesterins, muss man dazu sagen. Pflanzliche Vorteile oder pflanzliche Nahrung ist ballaststoffreich. Pflanzliche Nahrung in der Regel fettarm. Pflanzliche Nahrung reich an Vitaminen, an Mineralien, an Spurenelementen und an sekundären Pflanzenstoffen. Schon alles drin, was wir brauchen. Das heißt, ich weiß gar nicht, warum wir das andere brauchen. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, wissen Sie, Frau Wagner, ich esse gern mal einen Steak, weil mir das schmeckt, das kann ich noch nachvollziehen. Aber zu behaupten, dass man Fleisch essen muss, weil es gesund ist oder weil wir es brauchen, das ist schlicht einfach und ergreifend Unsinn.
Wenn ich zu viel an Fett habe, habe ich das Problem auch. Tierische Fette, also Probleme mit zu viel tierischen Fetten, die tierischen Fette haben viel mehr gesättigte Fettsäuren. Also zu viel gesättigte Fettsäuren bringen unsere Zellen in Stress. Sie fördern die Entzündungen. Wir haben quasi Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren in tierischer Nahrung, die tatsächlich Thrombose begünstigt und die Entzündungen begünstigt, die sogenannte Arachidonsäure. Aus diesem Grund haben wir mit zu viel tierischem Fett ein wesentlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Krebserkrankungen. Und wenn ich jetzt an pflanzliche Öle denke, die auch Omega-3 haben, also das ist so ganz an der Spitze das Leinöl und dann das Walnussöl und auch das Rapsöl, wobei ich jetzt kein Freund von Rapsöl bin, aber das hat wieder einen anderen Grund. Da haben wir Omega-3-Fettsäuren drin, die wirken stoffwechselregulierend, die wirken entzündungshemmend, die wirken blutverdünnend, die wirken gefäßerweiternd, die wirken antiarrhythmisch. Das heißt, ganz viele Menschen haben Rhythmusstörungen, weil sie zu viel tierische Nahrung und zu viel tierische Fette essen. In dem Moment, in dem die rübergehen auf die pflanzlichen Fette, verlieren die ihre Rhythmusstörungen, also weil einfach Omega-3-Fettsäuren antiarrhythmisch wirken. Und pflanzliche Öle sind reich an Vitaminen und an sekundären Pflanzenstoffen. Und letzten Endes, ganz wichtig, sie haben auch gesunde, naturbelassene Fettsäuren. Ganz viele Öle sind ja hoch erhitzt, bei kaltgepressten Ölen. Und das ist ganz wichtig, dass wir natürlich auch die Fettsäure in natürlicher Form zu uns nehmen können. Und hier möchte ich einen kleinen Schlenker, eine Folie zum Darm machen. Hippokrates hat ja gesagt, jede Krankheit beginnt im Darm. Das hat man lange belacht in Deutschland oder vielleicht auf der ganzen Welt. Heute ist man dabei, heute weiß man das, dass es so ist. Das heißt also mit anderen Worten, wir müssen natürlich auch ein kleines bisschen darauf achten, wo sitzt denn eigentlich unser Immunsystem? Und 80% unseres Immunsystems sitzt in der Darmschleimhaut. Das heißt, das Immunsystem muss ich ja in irgendeiner Form pflegen. Und da muss ich wissen, ich habe ja Billionen von Bakterien in meiner Darmschleimhaut. Das ist mein Mikrobiom oder Mikrobiota eigentlich. Wir haben immer von der Darmflora früher geredet. Das hat man mittlerweile verändert auf Mikrobiota. Und ich muss wissen, dass die Bakterien in meiner Mikrobiota immer genau das Gleiche essen, was ich auch esse. Und dann könnte vielleicht bei mir so die Idee kommen, ist es dann richtig, wenn sie das kriegen, was ich auch kriege? Denn ich will ja ganz bestimmte Reaktionen in meiner oder Immunfunktionen in meiner Schleimhaut haben, in meiner Darmschleimhaut. Mit einer fleisch- und zuckerreichen Ernährung mästen wir krankmachende Keime. Also wer viel Fleisch isst, der mästet halt eben proteinspaltende Bakterien. Die wiederum im Übermaß produzieren Toxine, geben die an die Leber ab und machen und verändern das Milieu in unserer Darmschleimhaut und zwar in Richtung alkalisch. Ganz plötzlich haben die einen pH-Wert von 8. In diesem pH-Wert können unsere Milchsäurebakterien gar nicht leben. Die brauchen einen pH-Wert von 6 bis 6,5. Das bedeutet, mit der Zeit werden diese gesundmachenden und immunstärkenden, immunsystemtrainierenden Bakterien auf die Seite geschoben. Dann sind sie halt einfach auch nicht mehr da. Es kommt zu einer Fehlbesiedelung. Und ich muss einfach wissen, dass diese wichtigen Milchsäurebakterien, Bifidobakterien, für uns ganz wichtige Helfer sind. Sie trainieren unser Immunsystem. Sie kommunizieren übrigens mit dem Gehirn. Wir haben eine sogenannte Autobahn zwischen dem Darm und zwischen dem Gehirn. Und wichtig auch, die Kommunikation findet zu 70% von unten nach oben statt und nur zu 30% von oben nach unten. Das heißt also mit anderen Worten, eine gesunde Darmflora oder Mikrobiota ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass da oben in der Birne auch alles gesund abgeht. Und um körperlich, geistig und vielleicht auch geistlich gesund zu sein oder gesund zu bleiben, muss ich diese Darmschleimhaut mit den wichtigen Bakterien pflegen. Und das tue ich leider nur mit einer pflanzlichen Ernährung.
Das heißt, wir müssen lernen, viel mehr frisches Obst und viel mehr frisches Gemüse zu essen. Vielleicht das Gemüse vorweg und dann das Obst, weil wir ja im Obst tatsächlich auch Zucker haben. Wobei ich persönlich bei jemandem, der sich normal ernährt, überhaupt nicht darauf achte, ob der 3 oder 4 Stücke Obst ist. Da bin ich überhaupt nicht, habe ich gar kein Problem damit. Aber wir sollen tatsächlich wesentlich mehr Gemüse essen. Und das hat damit zu tun, dass das Gemüse mehr Mineralien hat als das Obst. Also Obst ist reich an Vitaminen. Obst hat ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, die toll sind. Deswegen auch immer bunt. Also der bunte Vielfalt macht Sinn. Aber letzten Endes ist das Gemüse viel, viel, viel mineralstoffreicher. Das können wir nachher noch schnell besprechen, dann, wenn man Mikroorganismen zuführt. 450 bis 600 Gramm, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt mindestens 400 Gramm Gemüse, eher 450. Aber die Empfehlungen sind tatsächlich 3 Portionen, a 150 bis 200 Gramm. Das wäre dann 450 bis 600 Gramm Gemüse. Grünes Gemüse mit einplanen. Heute haben wir einen grünen Smoothie, wenn man das grüne Gemüse nicht mag. Auch für alle, die jetzt zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, die haben manchmal mit der Rohkost ein bisschen Schwierigkeit, aber die können zu jeder Zeit Smoothies trinken, wenn es nicht gerade Grünkohl ist oder irgendwas, was die dann ein bisschen schwierig, wo die Schwierigkeiten haben. Wir sollten mindestens etwa 50% Rohkost haben. Wir sind in der Klinik auf 60% und 70% hochgegangen. Das sollte frisch und knackig sein, regional und saisonal, also nicht die Erdbeeren zu Weihnachten, sondern einfach dann wenn es auch wirklich wächst. Dann ist es auch günstiger im Einkauf, möglichst biologisch angebautes Gemüse und frei von Spritzgiften. Das wäre so das Thema Gemüse und dann einfach immer dran denken, die bunte Vielfalt, weil ich in der Farbe tatsächlich sekundäre Pflanzenstoffe habe. Jeder weiß, dass Orange das Beta-Carotin ist oder Rot in der Tomate das Lycopin. Es gibt auch grüne Gemüse, die ein Carotinoid haben, das ist wieder Hitze labil, während Tomate und während Karotte Hitze stabil ist. Das kann ich auch wieder erhitzen. Einfach ausreichend von dem Gemüse essen, um dann diese sekundären Pflanzenstoffe alle aufnehmen zu können. Und dann natürlich auch Obst. Und ich sage immer wieder, Lebensmittel sind eigentlich Mittel zum Leben. Und ich sollte essen zum Leben, nicht essen zum Sterben. Das heißt also auch beim Obst, bei den Früchten, esse ich zum Leben. 3 bis 400 Gramm Obst sind wieder 2 Stücke Obst am Tag, mindestens 50% Rohkost, frisch und knackig wie gehabt, regional und saisonal, möglichst biologisch angebaut und frei von Spritzgiften. Das heißt dann ganz schnell, ich muss mich im Supermarkt und auch sonst, wo ich bin, natürlich immer umdrehen und gucken, wo sind die biologischen Angebote oder ich muss auf den Markt gehen oder ich muss auf die Bauernhöfe gehen, auf die Biobauernhöfe und mich dort eindecken in Hofläden, je nachdem, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann sind ja ganz wichtige Lebensmittel auch Nüsse und Ölsaat. Getreide, also ich fange mal mit dem Getreide an, das sollte möglichst biologisch vollwertiges Getreide sein. Also ich denke zum Beispiel an den Dinkel, an den Kamut, das gibt es bei uns nur biologisch und gibt's und ist ja vollwertig, wenn ich es als Getreide kaufe. Müsli zum Beispiel kann man machen mit keimfähigen Getreiden, da kann man besonders Wert darauf legen, dass die Getreide gar nicht erhitzt waren, dass sie keimfähig sind. Man kann Getreide auch keimen und dann ins Müsli machen. Braunhirse zum Beispiel, ganz wichtig für alle, die Angst haben vor Arthrose und auch vor der Osteoporose. Braunhirse als hoher Mineralstofflieferant, wunderbar, den kann man keimen und kann ihn ins Müsli machen. Dann Nüsse natürlich, also gerade so die Empfehlung der 3 bis 5 Walnüsse pro Tag, aber auch Cashewkerne oder auch Mandeln, ganz hervorragende Nüsse und letzten Endes die Ölsaaten, sprich Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und so weiter. Sonnenblumen und Kürbiskerne habe ich deswegen immer vorne dran, weil sie hohe Eisenlieferanten sind. Das heißt, mit anderen Worten, sie liegen irgendwo beim 4- bis 5-fachen an Eisen, was ein rotes Fleisch hat. Das heißt, sie sind für uns eigentlich, wenn wir uns betont pflanzlich ernähren, auch wichtig als Eisenlieferanten. Ja, und dann haben wir natürlich auch die Hülsenfrüchte. Ich habe jetzt nur einfach diese wunderschönen bunten Bohnen genommen. Aber da ist ja alles dahinter. Da sind die Erbsen, die Kichererbsen, unterschiedliche Bohnen. Da ist alles damit gemeint.
Und Hülsenfrüchte sind eigentlich das vegetarische Fleisch. Ich bin dann mal gefragt worden, wieso, dass man jetzt einen Ersatz für Fleisch sucht und Hülsenfrüchte isst. Meine lieben Leute, das Fleisch war Ersatz für die Hülsenfrüchte, nicht umgekehrt. Weil 1880 hat in Berlin keiner Fleisch gehabt, der nicht ganz, ganz reich war. Die haben von Getreidebrei, von Hülsenfrüchten, von Obst und von Gemüse gelebt und hatten kein Fleisch. Und wenn man genauer hinschaut, hatten wir bis zum Zweiten Weltkrieg auch nicht viel Fleisch. Wenn nicht gerade einer im Bauernhof oder in der Metzgerei gelebt hat, hatte der wenig Fleisch. Und selbst dann, als wir mehr hatten, war das doch die, ich denke, 30 Jahre bis 30 Jahre nach im Zweiten Weltkrieg üblich, dass man am Sonntag einen Braten hatte und unter der Woche eher nichts und vielleicht an der See am Freitag noch einen Fisch. Das heißt also, Hülsenfrüchte sind das vegetarische Fleisch, waren früher eigentlich die Eiweißlieferanten für die normale Bevölkerung. Und dann komme ich noch zu den Ballaststoffen und ich will nur ganz kurz sagen, welche Erkrankungen oder Schwierigkeiten ballaststoffarmen Essen verbunden wird oder umgekehrt, was Ballaststoffe Positives in unserem Leben tun. Sie vermindern das Risiko von Verstopfung. Das heißt, wenn ich regelmäßig meine Ballaststoffe in der richtigen Menge habe, dann habe ich einfach eine gute Verdauung. Oder sie verhindern die bakterielle Fehlbesiedelung, weil die Bakterien, die wir gerne wollen und die unser Immunsystem trainieren, die futtern Ballaststoffe. Und jetzt muss ich doch meine Bakterien auch füttern. Das heißt, jetzt muss ich mir auch füttern, damit sie da unten abkriegen. Aber das ist ja nicht wirklich tragisch. Also ein Gemüse zu essen ist ja keine Strafe. Das ist ja was Leckeres oder ein Vollkornbrot. Ein leckeres Vollkornbrot kann ja was Wunderbares sein. Sie vermindern das Risiko für eine Blinddarmentzündung. Sie vermindern das Risiko für Krampfadern oder für die Divertikulose. Für die, die das im Dickdarm haben, das sind die Aussackungen, die man im Dickdarm hat und die letzten Endes dann oftmals zu Entzündungen führen, weil sie sich füllen mit Speisebrei. Aber die machen keine Entzündung, wenn da Mango drin ist oder wenn da Apfel drin ist. Die machen Entzündung, wenn da Fleischbestandteile drin sind. Das heißt also mit anderen Worten, auch die Divertikulose wird dadurch verhindert oder wird dadurch, das Risiko wird stark vermindert. Das Risiko für Hämorrhoiden wird vermindert und für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Wir gehen davon aus, dass die Industrieländer deswegen viel mehr chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben wie Morbus Crohn oder wie Colitis ulcerosa, weil die Industrieländer einfach keine Ballaststoffe mehr essen. Also unsere Eltern, die lagen irgendwo im Ballaststoffbereich um die 70 Gramm und also von mir aus gesehen, unsere Großeltern, die waren bei 150 Gramm Ballaststoffen am Tag. Wir sind heute als Vegetarier bei um die 45 Gramm und die Nicht-Vegetarier bei 17 Gramm. Ausreichend Ballaststoffe sorgen dafür, dass wir ein wesentlich geringeres Risiko für Dickdarmkrebs haben und natürlich auch für Übergewicht und für Adipositas. Schauen wir uns noch die Öle an. Welche Öle sollen wir denn eigentlich zuführen? Ganz grundsätzlich wäre es sinnvoll, Öle aus Kaltpressung zuzuführen. Das heißt, keine Erhitzung bei der Pressung der Öle. Und wenn wir das tatsächlich machen, dass wir sagen, wir haben native Öle, die nicht erhitzt werden, dann haben wir eben gerade die wichtigen naturbelassenen Fettsäuren, die wir dringend brauchen, weil wir daraus Hormone bilden, Gewebshormone, Geschlechtshormone bilden. Das heißt, die sind an diesen Hormonen beteiligt. Wir haben in kaltgepressten Ölen diese sogenannten Phytosterine, die unser Cholesterin hemmen. Wir haben Lecithin drin, wichtig für die Nerven. Und wir haben natürliche Faseranteile in diesen trüben Ölen, die man nicht klärt. Und empfehlenswerte Öle sind für mich in allererster Linie das Leinöl. Leinöl mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, an 54% an Alpha-Linolensäure. Letzten Endes haben wir die Möglichkeit, ein Olivenöl mit einzupacken, ein Walnussöl mit einzupacken. Olivenöl hat jetzt keine Omega-3-Fettsäure. Dafür ist die Omega-9, die Ölsäure drin, die positiv auf unseren Stoffwechsel wirkt. Das Walnussöl, was die pflanzliche Omega-6 drin hat, die Linolsäure, aber auch eben Omega-3, die Alpha-Linolensäure und das Weizenkeimöl, was unheimlich viel Vitamin E liefert. Das sind so die Öle, wo ich sage, die braucht man dringend. Und dann kann man immer noch hingehen und gucken, was will ich jetzt so als, als,
als Öl für jeden Tag. Oder nicht für jeden Tag, ich esse ja Leinöl auch jeden Tag, aber als Grundöl dazu packen. Für mich, mein Grundöl, ist das Leinöl und das Olivenöl. Wir haben dann auch noch Nüsse, die wir essen, und Ölsaat, die wir essen. Da kriegt man noch genügend von den Fettsäuren, die wir da nicht drin haben. Also es ist eigentlich so in Ordnung. Und dann wäre für mich noch wichtig, dass wir vielleicht die Ölfrüchte vor den Ölen essen. Also ich habe gar nichts gegen ein gutes Öl, das benutze ich auch. Aber ich muss einfach mal wissen, ich produziere mit einem Öl ein Konzentrat. So wie ich mit dem Zucker ein Konzentrat mache. Das heißt, wenn ich kann, dann kann ich vielleicht auch nicht mit dem Öl, sondern mit der Ölfrucht selber arbeiten. Meine Mutter hat als großes Vorbild für meine Schwestern und mich schon vor 20 Jahren ihre Sahne aus Cashewkernen produziert. Die hat Cashewkerne fein gemahlen und hat Wasser reingemacht und hatte Prise Salz reingemacht und hatte eine Wunde. Die hat Aufläufe damit gemacht, die waren großartig. Hat kein Mensch gewusst, dass da keine Sahne drin ist. Also das heißt, einfach die Ölfrüchte benutzen, bevor man jetzt in großen Mengen Öle nimmt, und insgesamt gesehen tatsächlich, wenn Öle, dann gute, kaltgepresste und dann natürlich auch mit den richtigen Fettsäuren. Ich habe hier dann auch noch die Cashew-Sahne reingemacht, die meine Mutter immer gemacht hat, um das einfach mal, das probieren Sie einfach aus, und dann kann man hingehen und kann gucken, wenn man das ein kleines bisschen süßer will, ob man dann vielleicht noch einen Teelöffel von einem Trockenfrüchtemus, also sprich ein Aprikosenmus oder irgendwas reinmacht, um das vielleicht noch ein kleines bisschen süßer zu machen, oder von mir aus auch ein kleines bisschen Honig reinmacht, damit man dann je nachdem, für was man es braucht, auch den richtigen Geschmack hat. Kanada hat schon vor einigen Jahren die Milchprodukte aus dem Programm genommen und hat quasi als Pyramide, als Land die Milchprodukte nicht mehr promotet. Jetzt frage ich mich, warum promotet ein ganzes Land keine Milchprodukte mehr, wenn sie ganz schön viel Milchwirtschaft im Land haben. Das hatte damit zu tun, dass man tatsächlich bei den Milchprodukten erkennen konnte, dass wir mit Milchprodukten in großen Mengen Schwierigkeiten haben. Deswegen haben sie es rausgenommen und haben jetzt nicht die Pyramide, sondern den Teller. Und das finde ich ganz spannend, wenn man den Teller anschaut, dann sieht man, die Hälfte dieses Tellers ist Obst und Gemüse. Und wenn man dann nach rechts geht, dann sieht man unten das Viertel von den Kohlenhydraten, also sprich Brot und Nudeln und Reis, alles vollwertig. Kein polierter Reis, keine geschälten Getreide, nichts derartiges. Und wenn man nach oben geht, dann sieht man die Eiweiß, das ist das Viertel mit Eiweiß, da sind keine großen Mengen an Fleisch mehr drin, ne? Da sind so kleine Möggele drin, aber nicht wirklich große Mengen an Fleisch. Und da ist vielleicht ein Joghurt drin. Vielleicht ist es auch ein Sojajoghurt, aber auf jeden Fall haben sie sich geschworen, sie promoten die Milch nicht mehr. Sie wird nicht mehr empfohlen, dann kann jeder machen, was er will. Spannend zu sehen und auch spannend zu wissen, warum, das erkläre ich nachher noch ganz schnell. Und jetzt komme ich zu dem ersten, zum Ist dich schlank. Diese Folie kommt von Loma Linda, von der Adventist Health Study 2, also die zweite adventistische Gesundheitsstudie, die dort gemacht wurde. Und da hat man bei den Adventisten in Loma Linda irgendwo um die 100.000, 200.000 Menschen, die dort leben und die Adventisten sind. Und da hat man eine große Menge, die tatsächlich nur, also rein vegetarisch leben. Und dann hat man viele, die vegan leben, und hat welche, die nur ganz wenig Fleisch essen. Und die hat man dann einfach jetzt mal ins Verhältnis gesetzt zu den sogenannten Omnivoren, den ganz normalen Fleischessern. Und siehe da, das ist jetzt nur das Übergewicht, da gibt es ganz viele Folien, ich wollte noch nicht so viel in den Vortrag reinmachen, und wenn man da mal genau hinguckt, dann sieht man, also es sind Veganer, es sind Vegetarier dabei, und Vegetarier mit Fisch, das sind die sogenannten Pesco-Vegetarier, dann die Omnivoren sind die Fleischesser, und die Orangen sind die, die einfach nur wenig moderat Fleisch essen. Und da hat man einfach nur mal das Gewicht, macht das Gleiche auch mit Cholesterin und weiß ich was alles gemacht, aber ich fand das Gewicht ganz interessant. Und jetzt gucken wir uns mal an, die mit dem höchsten Gewicht und im Durchschnitt bei einem BMI von 28,8 waren die Fleischesser. Wenig Fleischesser waren, lagen auch noch bei einem BMI von 27,3. Nur zur Information, ein gesunder
normaler BMI liegt zwischen 19 und 25. Das heißt, bei 25, also ich habe noch keine 25 und bin schon lange nicht mehr die Schlankste. Das heißt also mit anderen Worten, dass die dann schon gleich in dem Bereich, das ist jetzt noch mäßiges Übergewicht, aber in dem Moment, in dem sie die 30 erreichen, gehen die dann schon in den Bereich Adipositas. So, und dann sieht man hier die mit Fisch, die liegen dann wieder drunter und die Vegetarier liegen jetzt schon am Rande des Normalen und die Veganer sind die am schlanksten sind. Das ist also eigentlich eine ganz, ganz interessante Erkenntnis und ich war, egal auf welchem Kongress oder auf welchen Fortbildungen ich war, diese Studie mit vielen anderen Folien wurde uns immer vorgestellt und ich war immer ganz stolz auf diese Studie, weil das tatsächlich so war, dass das weltbewegend war, welches Ergebnis aus dieser großen Studie herauskam. Und die Adventisten in Loma Linda, die gehören quasi zu diesen Blue Zones. Vielleicht hat der ein oder andere das schon gehört. Blue Zones, das sind also Bereiche auf der Welt, die die ältesten Menschen haben, die Menschen, die am ältesten werden. Und in Loma Linda sieht man halt 90 und 95-Jährige noch tanken mit dem Auto, weil das was ganz Normales ist. Und die 90 und 95-Jährigen, die noch regelmäßig Sport machen, weil das was ganz Normales ist. Das heißt also, die gehen jung ins Alter und sind oft so alt, wie man das gar nicht wirklich glaubt. Dort ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, dass sie im Vertrauen auf Gott alt werden. Das heißt also, ihren Halt haben und letzten Endes natürlich auf diese Weise ja, entspannt alt werden können. Ich habe jetzt hier, also das ist die Studie, aus der diese Folie stammt, und ich habe jetzt hier noch die Ernährungsweise aus den Blue Zones dazu gepackt. Und da sieht man jetzt, wie viel Prozent tierisch und wie viel Prozent pflanzlich ist. Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, die haben 1% Fisch dabei. Und sie haben, muss ich gerade mal schnell gucken, 4% Fleisch oder Fleisch und Geflügel dabei. So, und der Rest ist dann pflanzlich, nee, sie haben noch 10% Milchprodukte dabei und dann ist der Rest pflanzlich. Also spannend zu sehen, dass die so tolle Werte haben und der Professor, der uns das vorgestellt hat, die Studie das erste Mal vorgestellt hat, der hat dann angefangen und hat gesagt, wissen Sie, diese Untersuchung ist für uns deswegen wichtig, weil die Adventisten nicht rauchen und kein Alkohol trinken. Das heißt, wir können richtig sehen, was mit der Ernährung abgeht, was da, welche Auswirkungen die Ernährung haben. Jetzt komme ich zum Ist dich schön. Das, was da steht, macht nicht schön, aber wenn ich es weglasse, macht es mich schön. Zuckerhaltige Lebensmittel, die hohe Aufnahme von Zucker, Süßigkeiten, Weißbrot, Backwaren und Ähnliches, also ich glaube, da sind wir alle irgendwo als mal dabei, sorgt für eine erhöhte Freisetzung des Hormons Insulin. Bis dahin weiß man das. Und dieses erhöhte Hormon Insulin, sprich, wenn ich dann in Insulinresistenten komme oder dauernd Süßigkeiten esse, startet damit eine Kettenreaktion, an deren Ende eine unreine Haut steht. Also ich denke da jetzt an unsere Jugendlichen, die dann irgendwo in der Pubertät plötzlich mit einer extrem unreinen Haut leben. Eine hohe Insulinkonzentration im Blut lässt die Haarfollikel, also das, was um die Wurzel des Haares ist, größer werden und verstärkt die Produktion männlicher Sexualhormone. Also DHEA, Testosteron, da gibt es noch einige andere. Diese regen wiederum eine erhöhte Talgproduktion an und eine Verhornung der Haut. Durch diesen dynamischen Prozess entsteht eine flächige Entzündung der Haut. Also wenn dann die Kinder dann ganz plötzlich kommen, haben so über das ganze Gesicht Entzündungen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das diese Reaktionen sind. Und jetzt komme ich zur Milch und zu den Milchprodukten. Auch die Glucose und das Eiweiß in der Milch regen die Insulinproduktion an. Das heißt, die Aminosäure, die am meisten in der Milch ist, die braucht auch entsprechend viel Insulin. Und die Glucose im Milchzucker braucht es auch. Das heißt, es wird das Insulin angeregt. Jetzt hat die Milch einen,
einen Wachstumsfaktor, diesen sogenannten IGF-1. Und der IGF-1 ist quasi ein weiterer, also Insulin ein Wachstumsfaktor und der IGF-1 ein Wachstumsfaktor. Und die beide schalten in der Leber jetzt den Hauptschalter des Wachstums ein. Das ist das mTOR. Und dieses mTOR sorgt dafür, dass alle Zellen wachsen. Ob gesunde Zellen oder kranke Zellen oder was immer. Man geht davon aus, dass die Jugendlichen deswegen in den letzten Jahren so groß geworden sind. Und als der Professor Melnick, der diese Studien gemacht hat, aufgezeigt hat, dass eigentlich das nicht in unsere Ernährung hineingehört und es den Kindern nicht mehr gegeben werden sollte, hat die milchproduzierenden Industrie geschrieben, ja, wenn unsere Kinder keine Milchprodukte mehr kriegen, dann wachsen sie ja nicht mehr. Also weiß man das? Spannend. Also das bedeutet im Klartext, ein Übermaß an Milchprodukten macht natürlich genauso wenig Sinn. Ja, und jetzt habe ich noch ein Ist dich glücklich mit eingebaut. Unsere Stimmung hängt von einer Aminosäure ab, nämlich vom Tryptophan. Wo ist Tryptophan drin und wie kann ich Tryptophan aufnehmen? So, und das Tryptophan wird in unserem Gehirn umgewandelt in Serotonin, Glückshormon, das wissen wir, glaube ich, alle, das kennen wir. Ein Hormon, das für die gute Stimmung zuständig ist und für einen geregelten Schlaf-Wach-Rhythmus. Und da muss man vielleicht eines wissen, dass das Serotonin, wenn ich ausreichend Serotonin umgebaut habe, dann wird es umgewandelt ins Schlafhormon, ins Melatonin. Das heißt, eine ausreichende Menge an Serotonin bringt mir automatisch auch eine ausreichende Menge an Melatonin. Jetzt muss man wissen, das kommt nicht nur durchs Essen zustande, sondern ist natürlich auch beim Spaziergang in der Sonne so, dass viel Serotonin umgebaut wird und letzten Endes, wenn ich ausreichend habe, ob ich es jetzt übers Essen oder über die Sonne bekomme, dann habe ich auch einen guten Schlaf. Ich denke, die Sonne ist in dem Fall auch wichtig, weil die uns wieder einnordet, weil die uns unseren Rhythmus wieder gibt, A und B, weil wir dann auch müde werden, wenn wir uns draußen bewegen, Gartenarbeit, Spaziergang, Fahrradfahren. Serotonin spielt auch eine Rolle bei der Nervenimpulsübertragung. Das heißt, auch da braucht es ganz dringend. Und es kommt vor in Cashewkernen. Das sind so die Lebensmittel mit einem ordentlichen Gehalt an Tryptophan. Die Cashewkerne, Nüsse, Bananen, Feigen, Datteln, Haferflocken, da fällt einem doch eigentlich nur das Müsli ein, oder? Das ist der Grund, warum ich da auch ein Müsli habe. Das bedeutet, es gibt sie auch in Ei und es gibt sie auch in Fleisch, in Fisch. Fleisch haben wir haben mit Fisch und Fleisch eigentlich ein Problem. Und zwar, wenn wir zu viel Eiweiß essen, dann konkurrieren ganz viele Aminosäuren immer wieder um den gleichen Aufnahmeweg. Das bedeutet, wenn ich jetzt viel Fleisch, viel Fisch esse, viel Eiweiß esse, dann fällt das Tryptophan hinten runter. Dann wird es gar nicht mehr aufgenommen, weil die anderen Aminosäuren, die drängeln sich vor. Das heißt also, die Enzyme haben eine höhere Affinität an die anderen Aminosäuren. Das bedeutet im Klartext, extreme Fleischesser haben manchmal auch schlechte Laune. Und das hängt damit zusammen, dass kein Tryptophan aufgenommen wird. Jetzt gehen wir an, das ist dich klug. Blaubeeren enthalten reichlich wasserlösliche Ballaststoffe. Ganz wichtig für unseren Darm, weil wir ja damit unsere Bakterien, unsere guten Bakterien, unsere Immunsystem trainierenden Bakterien fördern oder mästen. Und sie enthalten Vitamine, viel Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die blaue Farbe, die Anthocyane. Sie sind also wichtig, sie sind für mich mehr Heilmittel wie Nahrungsmittel. Übrigens auch die Himbeere wird in diese Richtung geschoben. Sie sind ein Heilmittel für die Darmschleimhaut. Und der Farbstoff Anthocyan verbessert sowohl die Reaktionszeit als auch die Denkfähigkeit. Nüsse und Hülsenfrüchte sind vollgepackt mit B-Vitaminen, mit Mineralien und mit Antioxidantien.
Damit helfen sie, unsere Konzentration aufrechtzuerhalten und Nervosität zu bekämpfen. Ich kann mich daran erinnern, früher, wenn ich als mal Schokolade gegessen habe, meine Mutter hat ja schon so gedacht, wie ich heute da gerade predige, dann hat meine Mutter immer gesagt, Kind, lass doch die Schokolade weg, ess doch Nüsse, Nüsse sind Nervennahrung. Also das war, da war ich Kind, das weiß man auch schon lange. Aber das ist ja so unattraktiv, wenn da nur so eine Tafel Schokolade liegt. Ne? Also ist tatsächlich so, aber wenn man dann älter wird und vielleicht ein bisschen Altersweisheit hat, dann weiß man, dass Nüsse einfach wesentlich gesünder sind. In Paranüssen, übrigens relativ viel Selen drin, in Paranüssen und Cashewkernen steckt besonders viel Magnesium. Und das Magnesium macht uns ruhig, das senkt den Stresslevel. Und so habe ich dann Platz in meinem Gehirn. Ich bin jetzt ständig durch irgendwelchen Stress nicht mehr klar im Denken. Walnüsse, das wissen auch viele, Walnüsse sind empfohlen. Die in Walnüsse enthaltenen Aminosäuren helfen den grauen Zellen bei der Arbeit. Mit Walnüssen, mit Leinsamen und mit deren Ölen nehmen wir auch ganz viele Omega-3-Fettsäuren auf, nämlich die Alpha-Linolensäure. Und der Alpha-Linolensäure wird nachgesagt, dass sie unser Gehirn pflegt und dass sie Alzheimer vorbeugen kann. Das heißt also, es ist fürs Gehirn wichtig, aber natürlich für alle Gefäße und alle Zellen in unserem Körper. Brokkoli. Das grüne Gemüse bringt die Vitalstoffe Sulforaphan und Alpha-Liponsäure sowie Vitamin C und E mit sich und schützt das Hirn vor freien Radikalen, also Antioxidantien, die einfach Radikale abfangen und die dann unschädlich machen. Und schützt das Hirn vor freien Radikalen. Ganz besonders wertvoll sind frisch gekeimte Brokkolisamen. Für alle, die jetzt den Vortrag mit dem Keimen gesehen haben, den Brokkoli zu keimen, ist etwas ganz Besonderes. Zumindest mal in der Anti-Krebs-Ernährung. Ob es schmeckt, ist immer noch die zweite Frage. Aber dann muss man es einfach so machen, dass es dann hinterher auch schmeckt. Avocado ist zwar eine fette Frucht, doch sie ist auch ein echter Turbo fürs Gehirn. Ihre B-Vitamine regen den Hirnstoffwechsel an und sorgen für einen klaren Kopf. Zudem bringen sie Lecithin mit sich, das die Konzentration steigert, also wichtig für unsere Nerven. Kurkuma, weiß mittlerweile jeder, enthält Kurkumin und das im Körper die Produktion von körpereigenen Antioxidantien steigert und entzündungshemmend wirkt. Man weiß heute, dass das Kurkuma wichtig ist, auch für Menschen, die keinen Alzheimer bekommen wollen, aber Kurkuma quasi ein bisschen Fett braucht und auch etwas Piperin. Das bedeutet, Kurkuma immer gerade eins, zweimal mit der Pfeffermühle drüber, ein bisschen Pfeffer dazugeben und dann wird diese Aufnahme tatsächlich stark erhöht. Kurkuma und Piperin, also der Wirkstoff vom Pfeffer und letzten Endes vielleicht ein bisschen Leinöl dazu und schon haben wir so eine kleine Gesundheitsdroge. Vollkornprodukte wie Müsli oder wie leckeres Vollkornbrot sind ein guter Start in den Tag. Das Gehirn profitiert davon. Die Vitamine und die Spurenelemente sorgen für reichlich Nahrung der Nervenzellen. Und dann noch die Banane. Das praktische Obst, wenn man es ja überall mit hinnehmen kann, liefert nicht nur sofort Energie für die Muskeln, sondern auch fürs Gehirn. Vitamin B, Phosphor, Kalium und Magnesium bringen den Denkapparat auf Touren. Da könnten wir jetzt noch weiterreden. Ich glaube, da gibt es noch viele andere Lebensmittel. Also was ich ganz wichtig finde, ist Kohl und Kraut, weil wir bei Kohl und Kraut oder überhaupt bei Grüngemüse ganz, ganz wichtig, weil wir ganz viel Chlorophyll aufnehmen und das Chlorophyll wiederum Sauerstoff in unserem Gehirn hält, also unser Gehirn belüftet, das brauchen wir doch manchmal, dass die Birne belüftet wird und so ist es auch hier. Das heißt, Grüngemüse mit einplanen und Kohl und Kraut mit einplanen. In Kohl und Kraut haben wir ganz viele Stoffe, die krebshemmend wirken. Ja, und jetzt haben wir ja gesehen, dass die Kanadier einen Teller hatten, der die Ernährung darstellen soll. Das haben wir auch in Deutschland. Das hat die Provegan-Stiftung hat diesen Teller designt und wollte den einfach nur als Hilfe für den Menschen, damit man einfach sieht,
wie sieht so ein gesunder Teller aus, was müssen wir da tatsächlich auch essen. Und wir sehen auf der linken Seite wieder Obst und Gemüse, also das kann man sich merken, die Hälfte muss Obst und Gemüse sein. Es muss nicht an jeder Mahlzeit und sein, das darf an der einer Mahlzeit das Obst sein und an der nächsten Mahlzeit das Gemüse sein. Für mich ist eigentlich so das Obst im Frühstück drin und dann ist dann in der nächsten Mahlzeit tatsächlich das Gemüse drin. Das kann man sich gerne auch bunt gestalten, weil man dann ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe mit sich aufnimmt. Wir haben als Brot nur das Vollkornbrot. Wir haben dann drunter ein Vollkornreis oder auch Hirse, Quinoa. Und dann haben wir die Hülsenfrüchte hier, die Kichererbsen und wir haben Nüsse daneben. Also das heißt, auf der ganzen Ebene jetzt dieses Thema Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Ölsaat. So. Und damit haben wir mit allen eigentlich die Lieferanten für Eiweiß, für B-Vitamine, für viel Mineralien, für eigentlich alles, was uns für Ballaststoffe, alles, was uns eigentlich fehlt und was wir viel zu wenig aufnehmen. Ja, und jetzt könnte man zusammenfassend sagen, wir brauchen ausreichend frisches Wasser, das heißt, das frische Wasser sollte tatsächlich oder überhaupt Wasser, klares, frisches, reines Wasser, sollte mindestens 2 bis 2,5 Liter am Tag getrunken werden. Wir sollten unsere Lebensmittel nur naturbelassen kaufen und auch naturbelassen verarbeiten. Wir sollten täglich frisches Obst und Gemüse essen. Wir sollten viel mehr Vollkornprodukte essen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt anfangen muss, ein Laib Brot zu essen. Nein, natürlich immer in unserem Rahmen, den wir brauchen, um unseren Hausbau in unserem Körper zu tätigen. Und ich sehe das jetzt bei mir, wenn man dann älter wird, dann hat man es manchmal schwer, weil man dann tatsächlich auch viel schneller zunimmt. Also da sollte man so ein bisschen das Ganze für sich selber finden, die Menge finden. Wir sollten mehr Hülsenfrüchte, Nüsse und Ölsaaten essen. Das sind übrigens die Eiweißlieferanten. Wer ahnt denn schon, dass in Sonnenblumenkerne fast die gleiche Menge an Eiweiß drin ist wie im Fleisch? In dem Moment, in dem wir das mischen, in dem wir mehrere Eiweißträger zusammennehmen, haben wir tatsächlich auch die Aminosäuren, die es eher weniger gibt. Das heißt, wir haben dadurch die Wertigkeit des Eiweißes erhöht. Dann wir sollen sparsam umgehen mit Fett, mit Zucker und mit Salz. Beim Zucker sage ich immer bei den Patienten oder wenn ich irgendeinen Vortrag halten musste, Zucker sollen wir etwa in der Menge verbrauchen wie Salz. Wir sollten regelmäßige Mahlzeiten einplanen, nicht heute um 9 und um 17 Uhr und morgen um 8 und um 12 Uhr, sondern es sollte eigentlich immer so eine Regelmäßigkeit drin sein. Ich bin so der Meinung, dass Menschen, die wenig essen pro Mahlzeit, gerne ihre 3 Mahlzeiten haben können. Würde ich 3 Mahlzeiten zuführen, dann müsste ich wahrscheinlich auch mal in die Klinik zum Abnehmen. Ich habe 2 Mahlzeiten. Ich mache diese sogenannte Intervallfasten, das heißt spätes Frühstück und frühes Abendessen, wenn es geht. Mit dem frühen Abendessen klappt es nicht immer so. Das heißt für mich 2 Mahlzeiten und mindestens 6 Stunden Pause zwischen den beiden Mahlzeiten. Das haben ganz viele Patienten wunderbar übernommen. Gerade so die Fernfahrer, die sowieso nur einmal am Tag essen und dann Berge, die haben sich auf 2-mal eingelassen und ich habe ja viele Menschen immer wieder gesehen, weil sie wieder in die Klinik kamen. Super Erfolge, richtig toll. Dann Naschen vermeiden. Weiß, glaube ich, jeder, das mit dem Naschen ist schwierig. Ballaststoffreich essen, weil ich dann automatisch mehr Sättigung habe und über die höhere Sättigung tatsächlich auch gar nicht so an das Essen denke. Hochverarbeitete Nahrungsmittel vermeiden oder immer weniger davon essen, wenn ich sowas zu Hause habe. Das Frühstück zur Hauptmahlzeit machen. Ganz wichtig auch, dass die Abendmahlzeit nicht so groß ist. Also sollte eher die Frühmahlzeit groß sein und die Abendmahlzeit eher entspannt, klein. Aber ich weiß, dass das ein Problem darstellt für viele, weil man sich ja abends eigentlich mit Essen befriedigt. Und gegebenenfalls Vitamin B12 und Vitamin D3 supplementieren. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, wir hätten eigentlich einen Bereich im Darm, der Vitamin B12 produzieren würde, wenn wir nicht schon durch viel Zucker und viel Süßes und viel Schokolade diesen Bereich eigentlich schon
der nicht mehr im Takt ist, so muss man es vielleicht sagen. Hülsenfrüchte liefern Vitamin B12, gekeimte Hülsenfrüchte, also so eine frisch gekeimte Linse liefert mir auch relativ viel Vitamin B12. Ich würde das Vitamin B12 nur im Auge halten, bis ich sehe, das reicht, was ich an gekeimtem esse. Und dann vielleicht und schauen, ob ich da supplementieren muss oder nicht. Das muss man lange beobachten, weil wir ja in unserer Leber ein Depot von etwa Vitamin B12 von 3 Jahren haben. Das heißt, es kann ich nicht nach 2 Jahren aus dem Auge verlieren. Das muss ich immer wieder kontrollieren, um zu sehen, wie ist es um meinen Vitamin B12-Haushalt geschehen. Dann das Vitamin oder bestellt. Dann Vitamin D3 ist eigentlich das Sonnenvitamin. Rein theoretisch, wenn ich regelmäßig viel in der Sonne bin, müsste das ausreichen. Man geht von 20 Minuten aus, die wir brauchen, wenn die Hände und das Gesicht in der Sonne ist. Aber wir haben das große Problem, dass wir ja der Kosmetik huldigen und dann tatsächlich jeden Tag irgendwelche Cremes ins Gesicht schmieren oder überhaupt auf die Arme schmieren, die Sonnenblocker enthalten. Das heißt, die blockieren den Umbau von Vitamin B12, von Vitamin D3. Das muss man dann ein bisschen ins Auge fassen, ob man das tatsächlich macht. Und wir brauchen für das bisschen, was wir in die Sonne gehen, keine Sonnencreme. Das muss ich machen, wenn ich mich in die Sonne lege. Aber wenn ich zum Einkaufen gehe, zum Arbeiten gehe, wo gibt es da eine Notwendigkeit für eine Sonnencreme? Ist mir bis heute nicht klar. Ja, und dann ist ganz wichtig in unserer Ernährung, dass wir jeden Bissen 30 Mal kauen. Probiert mal zu Hause Sauerkraut 30 Mal zu kauen. Was haben wir dann im Mund? Sauerkraut, noch lange kein Brei. Das heißt, wir müssen mehr kauen. Und das Interessante daran, wenn wir mehr kauen, essen wir weniger. Weil dann die Kaumühle müde macht und wenn die Kaumühle müde macht und wenn sie müde ist, dann setzen Sättigungsmechanismen in Gang. Das heißt also, langsam essen, gut kauen, nach jedem Bissen die Gabel und das Messer weglegen und dann kriegen wir das irgendwann hin, dass wir tatsächlich so gut kauen und wir schützen damit unsere Zähne. Wir produzieren einen Speisebrei, auf den wäre der Magen eigentlich eingerichtet. Der bildet dann die Ballaststoffe, die wasserlöslichen, bilden dann im Magen Gele und die Gele lassen das nur ganz langsam in den Dünndarm. Das heißt, wir nehmen Kohlenhydrate auch nur ganz langsam auf, vollwertige Kohlenhydrate. In dem Moment, in dem wir richtig kauen, haben wir über den Vagusnerv eine Verbindung zur Bauchspeicheldrüse und die Bauchspeicheldrüse produziert jetzt Verdauungsenzyme, um dann das, was dann irgendwann kommt, auch tatsächlich zu verdauen. Und wir haben natürlich die Sättigung über das extreme oder intensive Kauen. Dass da die Kühe sind, heißt nicht, dass wir Wiederkäuer werden sollen. Das heißt nur, dass wir ganz extrem kauen sollten. Ich habe dann noch eine ganz interessante Folie. Die Folie habe ich eigentlich gemacht, weil sowohl der Weltkrebsbericht nach den Empfehlungen der Ernährung als auch das New Start-Programm tatsächlich das Stillen nicht aus dem Augen lässt. Und die sagen ganz klar, dass ein dauerhaftes, ausschließliches Stillen sowohl Mutter und Kind schützt. Und dass wir unsere Jungen anleiten sollen, dass sie wieder stillen. Viele haben wir, also in meiner Zeit haben viele nicht mehr gestillt, weil sie Angst hatten um ihre Brust. Die Brust, da passiert im Stillen gar nichts, dass die Brust hinterher ein bisschen hängt. Das passiert in der Schwangerschaft, aber nicht im Stillen. Das wissen nur viele nicht. Grundsätzlich ist eine Muttermilch tatsächlich die beste Säuglingsnahrung, die beste Kleinkindernahrung. Ich habe meinen Sohn 4 Jahre gestillt. Und er hat mit 4 Jahren immer noch 1 Liter Muttermilch am Tag getrunken. War gut, war schön. Das ist entspannt für eine Mutter. Ich habe die Muttermilch, ich habe die Nahrung für dieses Kind ja in der richtigen Temperatur, immer steril und ohne großes Packen gehabt. Das war was Wunderbares. Ich habe mit einer Träne in den Augen, habe ich das Stillen dann aufgehört. Muttermilch schützt Kinder vor Kinderkrankheiten, vor Infektionen allgemein und schützt die Entwicklung des Immunsystems. Daher ist es ganz wichtig, dass man den Kindern Muttermilch gibt. Es beugt tatsächlich Allergien vor. Also langgestillte Kinder haben in der Regel eher viel weniger Kinderkrankheiten und viel weniger Allergien. Es fördert die Intelligenz.
Es schützt effektiver vor Übergewicht und vor Adipositas. Das weiß man, dass langgestellte Kinder nicht annähernd so schnell so dick werden wie die nicht gestellten Kinder. Ich hatte eine Studentin, die bei mir ihre Bachelorarbeit gemacht hat über Morbus Crohn. Und was ich ganz spannend fand, sie hatte zwei Arbeiten in ihrer Arbeit, in ihrer Bachelorarbeit drin, von 2016, 18, irgendwas um den Dreh rum. Und, und diese Arbeiten haben nur aufgezeigt, dass die chronisch entzündliche Darmerkrankung Morbus Crohn, dass man davon ausgehen kann, dass etwa ein Drittel durch die in Industrienationen übliche Kindererkrankung sich entwickelt. Kinderernährung sich entwickelt. Das heißt also, diese schnellen Preis, den man macht und letzten Endes die adaptierte Milch, dass man damit eigentlich Kindern nicht wirklich was Gutes macht. Das bedeutet für mich, dass ich Kinder einfach versuche, auch von klein auf entsprechend zu ernähren. Die Muttermilch bringt den Kindern lang anhaltende Gesundheitsvorteile allgemein und schützt die Mama vor Brustkrebs. Und es gab dann im Weltkrebsbericht 2018 und 20 dann die Übersetzung, das ist der sogenannte dritte Expertenbericht, gab es dann eine Erläuterung. Diese Empfehlung, also Kinder zu stillen, diese Empfehlung hat eine besondere Bedeutung. Obgleich die Empfehlung aus Daten über das Stillen abgeleitet wird, wird deutlich, dass Richtlinien und Empfehlungen zur Krebsprävention, die habe ich jetzt gerade gebracht, zur Krebsprävention auf den gesamten Lebenszyklus ausgerichtet sein muss, und zwar angefangen bei der Geburt. Und was sagen wir, solange die Jungen jetzt irgendwas essen, was nichts ist, die sind ja noch jung, irgendwann werden sie dann klug. Nein, das beginnt tatsächlich schon bei der Geburt. Auch ich wollte nicht wirklich vollwertig essen und meine Mutter hatte mit mir den Kampf, weil ich das einfach nicht eingesehen habe und viel lieber Pizza oder was anderes gegessen hätte. Aber das kam relativ schnell, dass ich es gar nicht mehr konnte. Und dann habe ich noch etwas ganz Spannendes und dann bin ich am Ende. Ich habe noch etwas über die Epigenetik. Ich lese es einfach vor, damit ihr es hört. Es ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wer sich längere Zeit ungesund ernährt, verändert womöglich dauerhaft wichtige Schaltstellen im Erbgut, in seinem Erbgut. Eltern steigern dadurch nicht nur das eigene Risiko auf Stoffwechselerkrankungen, sondern auch das ihrer künftigen Nachkommen. Schon seit längerem ist bekannt, dass werdende Eltern durch ihren Lebensstil die Weichen für die Entwicklung ihrer Kinder stellen. Nicht nur Mütter, sondern auch künftige Väter haben Einfluss auf die spätere Gesundheit ihrer Kinder. Denn Rauchen und ungesunde Ernährung verändern den epigenetischen Code und bestimmen dadurch mit, welche Gene im Erbgut aktiviert werden und welche nicht. Solche Veränderungen können sich beispielsweise in Darm, in Fett, in Leberzellen, aber auch in Spermien und in Eizellen ereignen und werden dann bei der Zeugung an den Nachwuchs weitervererbt. Spannend. Also das wissen wir eigentlich schon lange, aber spricht niemand drüber. So, ich bin am Ende und kann nur immer wieder sagen, das haben wir eigentlich auch in der Bibel stehen. Es gibt den Text in 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und im 1. Korinther 10, Vers 31 haben wir noch den Satz, was immer ihr tut, was immer ihr esst oder trinkt, alles soll zur Ehre Gottes geschehen.